Weißt, bei Natururlauben gibt es so zwei Extreme. Bei den einen, ja, da habe ich zwar meine absolute Ruhe, bin alleine und kann naturverbunden meinen Urlaub verbringen, aber dafür habe ich keinen Komfort. Ne? Also kein Klo, kein fließend Wasser, keinen Strom, gar nichts. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann Angebote, nur das Luxus, ne? Also mit allem drum und dran, mit allem Pipapo. Es wäre irrsinnig schön, wenn es eine Kombination gäbe, wo man auf der einen Seite alleine mitten im Wald, mitten in der wunderbaren, schönen Natur ist, aber trotz alledem Komfort nutzen kann. Mit Strom, mit einem Bad, mit fließend Wasser. Hm. Aber weißt du was? Das gibt's bei uns auf Waldurlaub. Mit unserer Wildlandfarm, unser neues Angebot. Und wenn du wissen willst, ob das was für dich ist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Es ist mir wieder eine Freude, dir unser neuestes Projekt hier auf Waldurlaub.at zu präsentieren, und zwar die Wildlandfarm. Und wie ich schon vorher gesagt habe, das kombiniert etwas. Und zwar, du hast einerseits die Möglichkeit, richtig zu zelten. Du hast die Möglichkeit, ja, in den Wald zu gehen. Du hast die Möglichkeit, Bushcrafting und Survival Training zu machen, aber auf der anderen Seite gibt es auch ein richtiges Haus. Und zwar ein richtiges, großes und auch komfortables Haus. Aber das schauen wir uns dann nachher gleich an. Eine Sache möchte ich hier noch einmal ganz klarstellen. Absolute Ruhe, denn das ist hier absolute Alleinlage. Schau mal her, rundherum ist überhaupt nichts. Alles voll mit Wiesen, auf der anderen Seite da drüben mit Wald. Ein wunderbarer Ausblick. Du hast den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang und kannst dich hier auf dem Gelände frei bewegen. Es gibt eine Feuerstelle, die schauen wir uns dann nachher gleich an, und gleichzeitig das Haus. Die Kombination absolute Ruhelage, absolute Alleinlage, absolute Natur pur mit einem Haus, das alle Stücke spielt. Schauen wir es uns ganz einfach an. Also schauen wir uns ein wenig um. Du kannst direkt mit deinem Fahrzeug zum Haus kommen, bist aber trotz alledem abgeschieden, denn das sind private Forstwege. Du bist hier in dem Haus, das hast du komplett zur Verfügung. Dann, ja, da ein schöner Geräteschuppen, da kann man davor sitzen. Draußen ist es heiß und die Sonne scheint und du sitzt hier gemütlich unter dem Dachvorsprung. Auch bei leichtem Regen ist das überhaupt kein Thema. Das hat irgendwie was. Und hier gibt es die Möglichkeit, trotz alledem zu zelten. Also wir haben jetzt hier die Zelte direkt im Nahbereich des Hauses aufgestellt. Also auch das ist möglich. Und das zeige ich dir dann nachher. Da unten, da ist eine Feuerstelle. Ja, und die ist auch sehr komfortabel. Da haben einige Leute Platz. Das zeige ich dir jetzt dann nachher. Aber bevor wir jetzt noch einmal ins Haus reingehen, schau dir mal diesen Ausblick hier an. Und du bist hier wirklich komplett allein. Es gibt hier keinen Nachbarn, überhaupt nicht. Rundherum gar nichts. Da oben ist ein Wald, hier eine wunderschöne Felswand, die im Sonnenuntergang sich die Felsen rot leuchtend zeigen. Also es ist absolut großartig. Dann hier eben das Haus mit dem Nebengebäude. Und auch hier, da oben der Wald. Es ist einfach nichts und es ist so ruhig hier. Absolute Ruhe. Ich bin immer wieder fasziniert, hier zu sein. Also das ist jetzt mal so im Groben gesehen der Außenbereich. Gehen wir dann noch ein Stückel weiter. Und zwar in dieser Richtung ist Osten. Das heißt, ich mache das Video jetzt am Vormittag. Das heißt, du hast in diesem Bereich hier Schatten. An einem wirklich so richtig heißen Tag ist das total angenehm. Also wenn ich jetzt das vergleiche mit einer Stadtwohnung, die ganze Zeit heiß im Sommer, du hast hier einen wunderschönen Baum mit dabei, ein Nussbaum, der hier Schatten spendet auf der einen Seite und natürlich auch das Haus. Aber wenn dann hier die Sonne herkommt, ja, marschierst du ganz einfach an diese Stelle hier. Da ist jetzt der Eingang zum Haus. Auch da kannst du dich vor der Sonne schützen oder eben dich so richtig schön in die Sonne begeben. Also das kommt ganz drauf an, wie man gestrickt ist. Und ich komme ganz ins Schwärmen, das ist mir bewusst. Aber du bist hier und ich möchte es noch einmal wiederholen, weil die Frage immer wieder bei unseren Projekten kommt. Bin ich da wirklich allein? Ja. Bei diesem Projekt hier bist du absolut allein. Es ist hier sonst niemand. Das ist absolut exklusiv. Hier oben, das ist auch so mit diesen Felsformationen. Ich finde das so schön zum Anschauen. Mit dieser Ruhe, mit dieser frischen Luft. Absolut großartig. Und hier jetzt,
Auch dieser Bereich hier ist natürlich nutzbar. Das heißt, du hast hier den nächsten Nussbaum. Auch da kannst du dich platzieren. Auch da kannst du ja den Schatten und die Natur einatmen. Absolut großartig. Absolut großartig. Ja, dann werfen wir einen Blick mal ins Haus hinein. Und eines kann ich gleich vorweg schicken. Das Haus ist wirklich riesig. Gruppen bis zu 10 Personen sind überhaupt kein Problem. Das heißt, große Familie. Oder vielleicht willst du hier Kurse geben, Kräuterwanderungen, Selbstfindungsseminare. Alles das ist in dieser Umgebung ohne weiteres möglich. Aber jetzt schauen wir mal genauer rein. Ja, also wenn man reinkommt, ja, kommt man gleich einmal in diesen großen Vorraum. Da drüben sind Schlafzimmer, da schauen wir dann nachher rein. Da geht es nach oben und hier rechts kommen wir in den Küchenbereich hinein. Ja, du hast hier Strom, du hast fließend Wasser, es gibt eine Toilette und alles, also keine Sorge. Und hier hast du einen richtigen Herd. Wenn du aber mutig bist, kannst du natürlich auch den alten Bauernofen, den Holzofen verwenden und rustikal und kochen in alter Manier umsetzen, ganz, ganz wie du magst. Die großen Fenster geben einerseits viel Licht, aber auch den Ausblick raus in die Natur. Gefällt mir irrsinnig gut. Es hat einfach was. Es ist ein richtig schönes Flair hier. Das ist mal die Küche. Und dann geht es hier rüber in meinen Lieblingsraum. Dieser Raum hier ist das Wohnzimmer. Der taugt mir irrsinnig. Das ist, hat einfach was. Ja. Auch wiederum mit einem Holzofen. Das Ganze ist ja, ausgerichtet natürlich für größere Gruppen, aber natürlich auch als Einzelperson kann man oder als kleinere Familie kann man sich hier absolut wohlfühlen. Mir gefällt dieser Raum, weil er so viel Licht spendet und du trotzdem ja, raus in die Natur siehst, das schöne Grün, das hat ganz einfach was. Das Haus ist übrigens das ganze Jahr über verfügbar. Wir haben Zufahrt, das ist gegeben und wir haben auch die Möglichkeit durch das Heizen, durch den elektrischen Strom, den wir zur Verfügung haben, ja, dir das Haus das ganze Jahr über anzubieten. Ja, also mit einem schönen Feuer, das kann was. Ja, dann verlassen wir wieder die Küche und kommen in diesen Vorraum. Wir werden uns dann noch das schöne Bad anschauen, aber alles der Reihe nach. Hier das erste Schlafzimmer für zwei Personen. Auch wiederum mit dem Ofen mit dazu. Wie gesagt, ganzjährig benutzbar. Durch die Strom- und Wasseranbindung überhaupt kein Thema. Ich meine, klar, wenn wir 5 Meter Schnee haben, dann wird es vielleicht etwas schwierig herzukommen, aber im Großen und Ganzen ist das kein Thema. Ja, dann hier kommen wir in den Sanitärbereich. Da haben wir hier auf dieser Seite ein Klo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das auch runternehmen kann. Das heißt, keine Sorge. Aber wenn du allein bist oder in intimer Atmosphäre, dann funktioniert das auch auf diese Art und Weise. Aber ja, dann Warmwasser ist gegeben. Ja, und eben, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, eine Dusche. Und zwar eine richtige Dusche. Also das ist jetzt keine Attrappe. Also wenn du jetzt sagst, Reini, ist das echt wahr? Das ist eine Dusche, da kommt auch wirklich Wasser raus. Ja? Also das ist sehr komfortabel, Handtuchhalter mit Heizfunktion, wirklich echtes Wasser und du kannst dich auch in den Spiegel schauen. Also was ich damit sagen will, ist, es ist wirklich komfortabel, es ist an alles gedacht. Und dann schauen wir mal nach oben. Na gut, dann schauen wir mal ins Obergeschoss. Das sind so die typischen Treppen in den alten Bauernhäusern. Da geht es nach oben und da kommen wir gleich einmal in den ersten großen Raum hinein. Und der ist wirklich hui. Also da ist wirklich, wirklich, wirklich Platz. Absolut riesig. Ich habe zuvor schon erwähnt, dass man entweder mit größeren Gruppen unterwegs sein kann, aber wenn du zum Beispiel ja, Kräuterwanderungen machen willst oder Kräuterseminare, oder Naturvermittlung anderer Art und Weise, wenn es dir darum geht, Seminare, die Naturnähe brauchen, abzuhalten, dann bist du hier wahrscheinlich an der richtigen Adresse. Denn hier im Obergeschoss sind dann auch die dazugehörigen Schlafräume. Hier ist einmal ein kleiner Schlafbereich für eine Einzelperson. Gehen wir gleich weiter. Da drüben ist genau dasselbe noch einmal, auch für eine Person. Ja, also
Gut, man kann da jetzt vielleicht nicht tanzen, aber für eine Person reicht es auf jeden Fall. Und dann haben wir hier in diesem Bereich ein Doppelbett. Und hier genauso, auch da haben wir ein dazugehöriges Doppelbett. Also das Zimmer ist auch extrem geräumig. Und dann eben auf dieser Seite auch noch einmal ein Doppelbett. Ja, also Platz haben wir auf jeden Fall genug in diesem Haus auf der Wildlandfarm. Ja, hier haben wir jetzt die Feuerstelle und auch die ist groß ausgeführt. Ich meine, wenn man mit einer großen Gruppe mit 10 Personen hier ist, braucht man auch eine dementsprechende Feuerstelle. Die ist etwas abgesetzt vom Haus aus Brandschutzgründen, aber trotz alledem in wunderbarer, ja, also einerseits einmal in Gehweite, das ist ganz klar, und in wunderbarer Umgebung. Also es ist einfach traumhaft. Ja, im Bereich vor dem Haus ist ausreichend Platz für Zelte. Wir haben ja eine kleine Zeltstadt aufgestellt mit unseren Tatonka-Zelten, die wir bei uns im Shop im Angebot haben. Und ich lasse das jetzt kurz stehen, damit du siehst, wie viel Platz hier eigentlich ist. Das heißt, auch das Draußenschlafen im Gartenzelt sozusagen ist ohne weiteres möglich. Und schau dich mal um, wie viel Platz hier insgesamt ist. Also wie groß dieses Areal ist, wie groß dieser alte Bauernhof, diese Wildlandfarm tatsächlich ist. Also ich glaube, ein Platzproblem, ein wirkliches Platzproblem wirst du da nicht haben. Ja, das war jetzt das Video, die Wildlandfarm. Ein kleiner Rundgang, damit du dir vorstellen kannst, was dieses Projekt hier bietet. Sehr viel Platz, absolute Ruhe. Die Möglichkeit, einen Stützpunkt zu haben, Komfort, Zivilisation kombinieren. Mit draußen sein, mit draußen schlafen, im Zelt oder auch ohne Zelt, Feuer machen, das Bushcraft-Areal nutzen, wandern, fischen. Das ist einfach eine tolle Sache hier. Ich werde jetzt hier auf dieser südseitigen Sitzgelegenheit noch ein bisschen die Seele baumeln lassen und mich sonnen lassen. Wenn du Fragen hast, stell sie uns sehr, sehr gerne. Gib da unten den Link auf waldolab.at. Einerseits einmal auf die Webseite, damit du dir anschauen kannst, was wir sonst noch im Programm haben. Und natürlich auch direkt auf diese Wildlandfarm hier. Ich sage dir eins, das lohnt sich wirklich. Überleg dir das. Schöner Platz. Ein schöner, schöner Platz. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mal gerne einen Kommentar. Abo da lassen, da geht's direkt zum Waldurlaub.at. Ein paar andere Videos auch zu Waldurlaub zum Anschauen. Es hat mich gefreut. Dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.